Moin Moin, Sportsfreunde. Der eine oder andere wird es ja schon gemerkt haben, die deutsche Meisterschaft lief für mich nicht ganz so gut. Auch gesundheitlich hat mich das jetzt wieder ein bisschen runtergezogen. Man hört es jetzt wieder an der Stimme, es war soweit wieder weg. Stimme ist jetzt wieder ein bisschen schlechter geworden. Ja, was soll man sagen? Woran lag's? Vorbereitung lief nicht wie gewünscht. Also das war ca. 2 Wochen, 2,5 Wochen, dass ich nicht richtig trainieren konnte. Also mitunter die wichtigste Phase war mit dem Equipment. Von den 7 Wochen, die ich mit Equipment machen wollte, habe ich 2 wirklich das machen können, was auf dem Plan steht. Und dann kam das schon mit der Krankheit dazwischen. Und dann haben wir noch einmal so versucht, Startversuche zu machen. Kurz vor der DM, also 2 Wochen, 1,5 Wochen davor. Da war natürlich mit Routine und sich im Anzug einarbeiten nicht wirklich viel drin. Ich habe es trotzdem versucht, mit dem Anzug zu beugen. Ich sage mal, die 380 an sich waren ja von der Kraft okay. Sind ja auch schnell hochgegangen. Aber ich sag mal so, technisch war die Mist. Ich habe zu eng gestanden, ich habe mich nicht richtig hinten reingesetzt, aber halt nicht tief genug und habe das versucht, bei den anderen beiden zu korrigieren. Und wie gesagt, da beim zweiten habe ich die Bahn verloren und beim dritten war dann wirklich einfach Feierabend, da war der Saft weg. Deswegen habe ich beim Bankdrücken dann auch auf Roh runtergemeldet und habe dann noch 1,245 gemacht. Aber auch da, dann im zweiten lief es nicht so wie gewünscht. Dann habe ich 2,55 versucht, voll vor die Wand gedrückt, auf halber Höhe verreckt. Ist halt manchmal so. Ja. Wie gesagt, es hat dann mehrere Gründe. Ja, die Krankheit zum einen. Ich sag mal, meine Frau hilft mir zwar hier zu Hause immer so weit, wie sie kann beim Trainieren. Nur wenn man mit Gewichten jenseits von 350 Kilo arbeitet, wäre es halt manchmal schon ganz gut, wenn man ein paar Leute mehr da hat. Leider gibt es das hier bei uns nicht die Möglichkeiten, das regelmäßig zu machen. Das ist halt so ein bisschen blöd und ich sage mal, mein Hantelmaterial hat so langsam den Geist aufgegeben. Also ich habe zwar noch eine Stange, die ist gerade, aber mehr als 350 Kilo möchte ich damit auch nicht beugen, eher nicht mal so viel, weil das ist eine Federstange, die ist sehr weich und naja, und die andere Stange, mit der ich sonst immer beuge, die ist schon so dermaßen krumm, dass ich Befürchtung habe, dass sie irgendwann bricht, weil die ist eigentlich nur bis 350 Kilo zugelassen vom Hersteller. Also wie es bei der Kniebeuge tatsächlich aussieht, manche kennen das ja von den ATX-Stangen, die sind bis 700 Kilo zugelassen, wenn man ganz außen anfasst, aber wenn man eine Kniebeuge macht, du bist 400, die Stange ist nur bis 350 zugelassen, das ist eh schon immer ein Eiertanz und so ein waghalsiges Ding, ob man damit überhaupt so viel beugen sollte. Also so wie sie jetzt aussieht, ne, diese schöne leichte Krümmung, sollte man dann vielleicht nicht so weiter ausreizen. Deswegen werde ich mir vielleicht erstmal eine Stange ausleihen irgendwo für einen kurzen Zeitraum. Wenn ich Glück habe, bekomme ich da was. Ansonsten muss ich ja zusehen, dass ich mit dem Kram zurechtkomme, was ich habe. Aber an dieser Stelle möchte ich euch auf mein Crowdfunding-Projekt aufmerksam machen. Der eine oder andere hat mich schon angeschrieben, ob das fake ist oder ne, ob das wirklich von mir kommt oder ob man der Seite vertrauen kann. Ja, man kann der Seite vertrauen. Das ist die größte deutsche Sport-Crowdfunding-Plattform. Da läuft alles über Treuhandverträge, die musste ich vorher mit denen abschließen und es ist wirklich sicher. Ihr könnt auch anonym spenden, ihr könnt nur 1 Euro spenden über Kreditkarte, Überweisung, Bankeinzug. Wie gesagt, das ist alles möglich. Oder ihr sucht euch eine der Prämien aus, die ich oder Fairplayed bereitgestellt haben. Dann könnt ihr vielleicht noch ein T-Shirt bekommen oder Prozente bei Sportnahrung, Harz und so weiter. Also guckt euch da mal um. Ich mache den Link unten in die Videobeschreibung. Es würde mich freuen, wenn ihr das weiter verbreiten würdet oder vielleicht mich sogar unterstützt. Weil wie gesagt, ich möchte mir gerne dafür eine neue Stange kaufen. Habe auch schon Kontakt mit der Firma Eleiko aufgenommen, die mir da auch mir entgegenkommen und mich dabei ein bisschen unterstützen. Deswegen reicht es, das Crowdfunding-Projekt auf 1.000 Euro zu machen. Weil wie gesagt, 9% gehen ja noch an die Plattform. Also bleiben knapp ein bisschen was über 900 über. Und wie gesagt, Eleiko kommt mir da auch gerne entgegen. Was mich auch sehr freut. Ja, da nochmal schönen Dank an den Ralf Pfeiffer. Aber wie gesagt, ich brauche halt auch eure Unterstützung. Ich würde mich sehr freuen. Wie gesagt, 1 bis 5 Euro. Wie gesagt, wenn jeder, der das Projekt bis jetzt bei Facebook zum Beispiel gesehen hat, das waren 4.800 Leute, wenn jeder 1 Euro gegeben hätte, wären die 1.000 Euro nach 2 Tagen voll gewesen. Und ich denke, viele haben einfach Angst und vertrauen dieser Plattform nicht. Aber keine Angst, die Plattform ist wirklich sicher. Und sollte ich das Ziel von 1.000 Euro nicht erreichen, bekommt jeder, der Geld gesponsert oder gespendet hat, auf jeden Fall zurück. Das ist halt das System bei Fairplay. Also ihr geht eigentlich kein Risiko ein. Außer, dass ihr vielleicht halt die 5 Euro mir gebt und ich mich darüber freue, dass ich eine neue Hand habe und wieder vernünftig trainieren kann. Und wie gesagt, ich würde mich dann auch, wie gesagt, gerne vernünftig auf die EM vorbereiten. Das wird wahrscheinlich
knapp mit der neuen Stange bis dahin, wenn das alles hinhaut, weil es dauert jetzt ungefähr noch 6 Wochen, bis ich dann überhaupt das Geld kriegen würde. Aber es wäre halt sehr hilfreich, generell, weil ich, wir dürfen ja mal an die 400 Kilo rangehen, auch im Training. Und da muss man eine Stange haben, der man vertraut und man nicht die Angst hat, dass gleich zu jedem möglichen Zeitpunkt rechts und links die Scheibenaufnahmen abfallen, wo er die Stange einem auf den Buckel bricht. Weil das ist auch nicht gerade sehr schön für den Kopf, um freie Kniebeugen zu machen. Gut, genug genervt. Die DM war scheiße, das war das große Fazit. Lag aber mehr oder weniger an mir selbst und an den Umständen hier im Training. Wie gesagt, die Betreuer, Matze Scholz und Francesco Virzi und alle anderen, die mir geholfen haben, haben ihren Job super gemacht. Aber manchmal kann man noch so viel, kann man sich noch so viel Mühe geben, wenn es vorne von vornherein schon nicht gepasst hat oder in der Vorbereitung und dort Murks passiert, dann geht es halt irgendwann nicht mehr. Gut, ich versuche jetzt wieder häufiger Videos zu machen, das wollte ich auch noch sagen. Es war halt durch die Krankheit und keine Stimme und so weiter, war es halt schwierig für mich, was zu machen. Aber es wird jetzt wieder häufiger was geben und ich werde mich jetzt vernünftig auf die EM in 12 Wochen vorbereiten oder 13 Wochen ist die, glaube ich. Und da wird es wieder häufiger was geben und ich denke mal, diesmal wird es auch besser klappen. Und ja, Hauptsache gesund und ich wünsche euch erstmal weiterhin viel Spaß beim Sport und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann.